War ich nicht. Ich will mich ja nicht beklagen, aber ich habe das... Nee, hier waren wir noch nicht. Seht ihr, ich wollte mich ja nicht beklagen. Und ich hab's auch nicht. Einmal hatte ich hier keine Fackel und kein Lichtzauber. Ich lauf hier und hab nicht gesehen, dass es hier weiterging. Und ich schrie den PC an, wo geht's denn hier verfickt nochmal weiter? Okay, verfickt kannte ich da noch nicht. Ich war ja damals ein ganz, ganz braver. Fuck. Das ist ja schon ein bisschen blöd, wenn man nicht auf den Unsichtbarkeitszauber achtet. Bist du wichtig? Nein. Die laufen eh nachher wieder bei der Magiergilde rüber. Ist bei Ego-Shootern auch so. Immer ins Gewinnerteam switchen. Wir sind, Manimako, spürbar nah. Ob die reden will? Ja! Denk nicht mal dran. Das ist die Manimako-Kammer. Muss... Nein. Denn Manimako hat schon geile Dinge. Wahrscheinlich. Ist ja Endboss. So. Ich wollte gerade sagen, haben wir diesen Dings überhaupt aufgehoben, damit wir jetzt nicht direkt umgenockt werden? Wie ich mich beim Zauber vertippe. Da hängt schon der Schlawiner. Hier hat Hängen auch eine ganz andere Bedeutung. Wie ich sehe, ist es Bolor nicht gelungen, euch aufzuhalten. Nun gut, ich werde ihn wieder zum Leben erwecken, sobald wir hier fertig sind. Vielleicht sollten wir ein wenig plaudern. Ihr habt sonst nicht viel Auswahl. Ich muss sagen, dass ich Erzmagier Traven erwartet hatte, nicht seinen Meisterschüler. Ich bin enttäuscht, dass er mir nicht selbst entgegentreten konnte. Ich habe im Lauf der Jahre so viele seiner Vorgänge getroffen. Galerion habe ich besonders lieb gewonnen. Und nun seid ihr hier. Es spricht Bände über euch, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Vielleicht könnt ihr mir wie Traven von Nutzen sein. Warum nicht? Ich fürchte, ihr versteht mich falsch. Ich habe bereits mehr Diener, als ich benötige. Euer Körper wird als Wurmsklave präpariert werden. Eure Seele gehört mir. Ich beabsichtige mehr über die Quelle eurer Macht zu erfahren. Was? Macht, mein lieber Freund. Ich strebe nach Macht. Also jage und studiere ich jene, die etwas davon innehaben. Eure Gilde und ich, wir suchen nach denselben Dingen. Trotzdem macht ihr euch Sorgen über Gut und Böse und akzeptiert nicht, dass es Offenbarungen ein und derselben Sache gibt. Du tötest jeden. Ihr nennt mich also einen Bösewicht und versucht mich zu vernichten? Ich schaue zu, warte ein bisschen und mache euch dann fertig, wenn ihr mir auf den Leib rückt. Anstatt Traven herauszulocken, habe ich nun euch vor mir. Vielleicht hole ich ihn mir ab, wenn wir hier fertig sind. So, schnell speichern. Tja, funktioniert wohl nicht. Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne Ärger haben. Ja. Etwa Angst. Ja. Du bist ein miserabler Schwertkämpfer. Miserabler. Wir gehen mal ein bisschen mehr nach hier. Der macht wirklich null Schaden. Also ich habe schon gegen Banditen gekämpft, die waren stärker. Jetzt bist du tot. Ich habe den König der Würmer getötet. Ich sollte zur geheimen Universität zurückkehren und seine Vernichtung verkünden. Keine Totenbeschwörung mehr. Yay! Stab der Würmer. Wiederbeleben für 30 Sekunden. Ist doch nice. Das nehmen wir uns als Andenken mit. Verrat in der Gasse... Geh doch aus dem Weg, Mann.
Parkour. Ist wenigstens etwas wert. Wir können aber nicht mehr laufen. Ey, Digga, das sieht... Das ist wirklich... Da. Wollte der uns hauen? Das ist unfassbar, ne? Ich drück mal automatisch. Dann nicht. Aber dann wird auch kein weiterer Dietrich fallen. Nie mehr soll ein Dietrich unter der Tyrannei sein Leben geben. Das habe ich gesagt, auch wenn es ziemlich knapp war. Das ist ein uralter Geist, verdammt. Das Arschloch ist uns ziemlich weit gefolgt. Schwertkampf hat sich verbessert. Damn it, man. Ich guck grad den idealsten Weg zum Abhauen. Der scheint da zu sein. Und dann einfach abbiegen. Ich mach mich trotzdem unsichtbar. Aha. Ah nein. Aha. Ich nicht. Ich verschone euch alle, damit ich euch später umnieten kann. Da lang. Dann machst du sehr gut. Jetzt scheint es weg zu sein. Gebe ich dir sowas von recht. Also runter war, glaube ich, nein, hier geht's lang. Hier lang. Und da, oh, wartet. Mann, ich will cool runterspringen. Danke. War zwar ziemlich fail, aber immerhin. So, alles auf dem Weg zum Ausgang rotten wir jetzt aus. Kann sich niemand beschweren, dass wir nicht fleißig sind. Ach, der Ausgang. Wäre doch nicht nötig gewesen, wenn jetzt der Ausgang verschwindet. Also, ich erwarte jetzt bei meiner Ankunft Feuerwerk und... Jetzt rede ich... Nun trete ich ihr müsst die neueste Errungenschaft zur Magiergilde wieder. Dieser bescheidene Kampfmagier heißt euch willkommen. Als ein kleiner Magieranfänger, der sich nicht mit der Magie verstand, kommen wir nun als Held der ganzen Nation. Oder wenigstens von der Magiergilde. Wir. Shampoo, Sampo, wie man es nennt. Durch unsere herausragenden Fähigkeiten stehen wir heute da, wo wir jetzt stehen. In der geheimen Universität. Waren die Marco besiegt. Und werden jetzt wahrscheinlich ein nettes Gespräch mit Ramimus Polus. Ein sehr nettes, nachdem ich ihm die Kehle durchgeschnitten hat. Nein, das mit dem Schwertchen war aus Versehen. Raminus, ich rufe dich. Schnell speichern.